Zugefrorene Gewässer ziehen vor allem Kinder magisch an. Doch das Vergnügen kann lebensgefährlich sein. Auch wenn die Temperaturen in den vergangenen Tagen unter dem Gefrierpunkt waren, sind die Eisflächen viel zu dünn. Das gilt vor allem auch für den Zwickauer Schwanenteich. Es sieht schon verlockend aus, das muss man zugeben. Was man aber nicht sieht, ist die große Gefahr, die von der Eisfläche ausgeht. Eltern sollten dringend mit ihren Kindern reden und ihnen klarmachen, dass es keine so gute Idee ist, sich auf den zugefrorenen Schwanenteich zu begeben. Genauso ist es. Es besteht sicherlich vielfach der Wunsch, auf so einer schönen Eisfläche laufen zu wollen. Aber wir können das aus Sicherheitsgründen nicht genehmigen. Der Schwanenteich selber hat sehr verschiedene Tiefen. Die tiefsten Stellen liegen etwa bei 2 Meter. Das heißt, also ein Erwachsener würde, wenn er einbricht, schon bis zum Grund über Kopf im Wasser stehen. Aus diesem Grund ist auch die Eisfläche mitunter sehr unterschiedlich dick. Wir haben hier sehr viel Wassergeflügel, welches im Winter sich an verschiedenen Stellen sammelt und durch diese Schwimmbewegung zum Beispiel auch dort an diesen Stellen die Eisfläche nicht wachsen lässt, beziehungsweise im Umfeld ist sie dann auch dünner. Ein weiterer Grund, warum die Stadt das Eislaufen auf dem Schwanenteich nicht genehmigen kann, sind die rechtlichen Probleme. Würde das Betreten offiziell genehmigt werden, dann müsste die Verwaltung auch Sorge dafür tragen, dass niemand zu Schaden kommt. An professionelle Eisflächen werden natürlich auch viele Bedingungen geknüpft. Man möchte Beleuchtung, dann muss dann eine Toilette her, dann ist noch Verpflegung und vieles andere. Diesen Wünschen können wir hier ohnehin nicht nachkommen. Besonders kritisch ist es in Bereichen, in denen das Wasser in Bewegung ist. Hier bildet sich selbst bei niedrigsten Temperaturen kaum eine Eisfläche. Das ist vor allem im Bereich des Zuflusses der Fall, den der Schwanenteich natürlich auch hat. Der Schwanenteich hat einen Zufluss. Die Quelle für den Schwanenteich befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Schwanenschlosses. Und am Zulauf sieht man dann auch, ist das Eis eben nicht vorhanden. Also lieber den Schwanenteich zum Eislaufen meiden und stattdessen die Eisbahn auf dem Platz der Völkerfreundschaft nutzen. Das Schwanenteichgelände lässt sich bei dem herrlichen Winterwetter derzeit viel besser für einen ausgedehnten Spaziergang nutzen.